das Spiel der tollen Tennistypen, das Topspiel des Tages. Pete Sampras hier im Bild, der schwarzgelockte Jüngling, Weltranglistenposition 1 gegen Stefan Edberg. 20 Turniersiege hat er im Laufe seiner Karriere mittlerweile in der Bilanz stehen und 8 allein in diesem Jahr. So viel wie kein anderer, 1993, den letzten am vergangenen Sonntag in Antwerpen gegen Magnus Gustafsson. Preisgeld, stattliche Summe, über 6 Millionen, allein 2,4 Millionen Dollar in diesem Jahr. Das ist Rekord für die ATP-Tour, der bisherige Rekordhalter, heißt Stefan Edberg. Der hatte 100.000 Dollar weniger geschafft im Jahr 91, als er auch Nummer 1 der Weltrangliste war. Und jetzt steht er auf dem 5. Platz. Noch eine Minute, 1 Minute. Sie haben die Stimme von Rudi Berger schon gehört. Das ist der Schiedsrichter, den wir Ihnen gleich noch zeigen werden. 27 Jahre Stefan Edberg, der Älteste in diesem Jahr bei der ATP WM 93. Der Jüngste ist Andrei Medvedev. Und er hat nur ein Turnier in diesem Jahr gewinnen können. Das finde ich sehr bemerkenswert, Günter Bosch, auf Sand. Denn Sand ist nun beileibe nicht der Spezialbelag von Stefan Edberg. Ja, das kann man wohl sagen, dass Sand nicht sein Spezialbelag ist. Aber da in Madrid, da wird da in einer bestimmten Höhe gespielt. Und auch der Sand ist viel feiner als der Sand hier in Deutschland. Und so gesehen konnte er eigentlich ein optimales Aufschlag-Volley-Spiel machen gegen Bruguera, den Sandplatz-Spezialisten. Und gegen ihn gewann er auch dieses einzige Turnier in diesem Jahr. Die beiden haben bisher 8-mal gegeneinander gespielt. Die 9. Partie wird heute überwacht von Rudi Berger. Da sehen wir Tony Pickard in der Box von Stefan Edberg. Die Bilanz 5:3. Bemerkenswerterweise für Stefan Edberg gegen Pete Sampras, der von Tim Gullickson, dem Herrn mit der Mütze, da unten in der Box betreut wird. Liebe Zuschauer, ich darf Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen. Das Spiel beginnt in Kürze. In der Halle ist es ausgeglichen. Die wichtigsten Spiele haben wir Ihnen aufgeführt. Das letzte Treffen waren Stefan Edberg auf Hartplatz, genau wie vorher bei den Australian Open auch auf Hartplatz. Und in Frankfurt hier auf diesem Belag, auch das sehen Sie, es waren enge Spiele jeweils. Edberg gewann 1990, kam damals ins Finale gegen Agassi. Sampras scheiterte in der Vorrunde. Und im vergangenen Jahr Pete Sampras, der Stärkere, der dann allerdings an Jim Courier scheiterte. Wir sind gespannt auf ein Spiel der Tennis-Ästheten. Wir freuen uns auf schöne, hoffentlich auch spannende Minuten, auf schöne Ballwechsel auf jeden Fall. Und der Weltranglistenerste, der Herr, der bald 1000 Asse, Pete Sampras, eröffnet. Wir werden Serve and Volley heute erleben, von beiden Seiten, Aufschlag, möglichst gleich ein Ass bei Pete Sampras oder aber ein so starker, dass der Return zum Fehler führt oder aber als Vorbereitung zum Volley. Die drei Chancen hat er bei eigenem Aufschlag, wenn er kommt. Das erste Ass des heutigen Abends für Pete Sampras. Gegen Ivan Isevich hat er 15 produziert. Gesamtbilanz 972 in diesem Jahr auf der ATP-Tour. Wir werden wahrscheinlich in Frankfurt noch die Nummer 1000 erleben. Thank you.
Spiel Sampras. Pete Sampras in der Offensive, Stefan Edberg in der Defensive. 1-0 die Führung für den Weltranglisten-Ersten. Besser geworden der Aufschlag von Stefan. Er galt ja früher als Schwächster in den Top Ten. Das waren 172 Stundenkilometer und das ist für ihn, für diesen neuen Aufschlag, doch schon eine besondere Geschwindigkeit. Zum Vergleich, bei Sampras gibt es Geschwindigkeiten um 190 Kilometer pro Stunde und aufwärts. 30 Minuten. 13 Minuten. Edbergs erstes Spiel hier bei der ATP-WM gewonnen. Wenig Probleme gegen Sergi Bruguera. Sampras schlug Goran Ivanisevic. Spiel Edberg. Dieses erste Aufschlagspiel von Stefan Edberg. 1-1. Rückhand, Longline. Steht sehr nahe an der Grundlinie und doch mit dem Körper voll in den Schlag herein. Ein sehr schöner Longline-Schlag. Hat sich viel vorgenommen heute der Stefan Edberg. Hat einen ungeheuer konzentrierten Eindruck bis in die allervorderste Haarspitze. Das wird kein leichtes Spiel heute für die Nummer 1 der Weltrangliste. Sampras diesen Punkt macht. Ich muss sagen, Stefan Edberg kommt bisher gut mit dem ersten Aufschlag des Amerikaners zurecht, der den Punkt am Netz mit viel Gefühl abschließt. Und dann dreht er ihn weg von Edberg, den Ball beim Aufschlag. Es ist deutlich zu sehen, dass Sampras den besten Slice-Aufschlag hat. Das heißt, er vermittelt dem Ball diesen Seitenschnitt. Dadurch bleibt der Ball liegen und springt sehr schnell ab. Sehr schwer zu retournieren. Ist eigentlich für diesen Belag der geeigneteste Aufschlag. Diesmal auf die Rückhand, Ball im Aus. 2-1 die Führung für Sampras gegen Edberg. Im ersten Satz gegen Pete Sampras. Ah! 15-0.
15. War knapp aus. Punkt für Edberg. Jetzt war es dann zu viel mit dem zweiten Aufschlag. Der sprang nicht mehr ins Aufschlagfeld und deshalb Doppelfehler bei Edberg. Der Grund ist eigentlich der, er hat ja seinen Aufschlag umgestellt. Der erste Aufschlag ist viel flacher, mit weniger Kick. Und den zweiten müsste er mit mehr Kick machen, um die entsprechende Höhe zu bekommen. Hier natürlich ein glücklicher Return von Sampras mit dem Rahmen getroffen. Stefan Edberg wirft den Ball nicht mehr so hoch wie früher, dadurch die Ausholbewegung kürzer, Beschleunigung stärker, Geschwindigkeit höher. Aber das ist der Mann, der alle Schläge beherrscht im Tennis, der komplette Tennisspieler. Vorbildhaft dieser Rückhand-Return mit einer sehr kurzen Ausholbewegung und voll mit dem Körper in den Schlag hereingegangen. 30-40. Erster Breakball per Ass abgewehrt. Ich glaube, einen neuen Rekord von 178 Stundenkilometer schlägt er sehr selten auf. Bleibt noch eine Breakchance für den Amerikaner. Und die Nutzer diesem knallharten Return. Erstes Break in diesem Match. Das ist eigentlich das größte Problem, das Edberg zu bewältigen hat. Besonders in diesem Jahr war das sehr deutlich. Er kann nicht mehr mithalten bei diesen knallharten Schlägen der jüngeren Generation. Und da gehört auch Sampras dazu. Er kann die Volleys nicht mehr so kontrollieren, wie das früher der Fall war. 5 Jahre Unterschied und schon eine andere Tennisgeneration. Pete Sampras schlägt auf und das hat er bisher sehr konstant gemacht. Bitte. Das Raunen gilt der Geschwindigkeit, 204 Kilometer pro Stunde. 15. Sieht so spielerisch leicht aus, was der Pete Sampras da macht. 15. Steht richtig, bewegt sich gut, sehr geschmeidig. Das ist eigentlich das erste Jahr, in dem er keine Verletzungen hat. Er hatte ja immer, besonders nach dem Flushing Meadow Sieg, den US Open, da hat er große Probleme am Schienbein. Knochenhautentzündung. Er musste längere Zeit aussetzen, aber jetzt ist er topfit. Spielt viel und siegt viel. 80 Siege in diesem Jahr, 93. Und verdient viel. Haben wir vorhin schon gesagt, wie viel er in diesem Jahr eingenommen hat, nur an Preisgeldern, ohne Werbung, 2,4 Millionen Dollar. Und hier wird noch einiges dazukommen. 80 Spiele hat er gewonnen, so viel wie kein anderer seit Ivan Lendl anno 85. Auch hier der Rekordhalter, Pete Sampras.
verzichten. Fortino. Ohne Probleme, ganz klare Angelegenheit, dieser Aufschlag 4:0. Wichtig für ihn jetzt mal sein Spiel zu zeigen, und sein Spiel heißt Aufschlag als Vorbereitung zum Volley, so wie hier gesehen. Das bringt ihm wieder mehr Ruhe, mehr Selbstvertrauen. Staunen. Warum? Weil eben Sampras so ein Selbstvertrauen hat und immer diese innerliche Ruhe hat und dadurch auch immer den richtigen Schlag im richtigen Augenblick findet. Wie hier zum Beispiel, total auf dem falschen Bein erwischt, der Edberg bei dem Topspin-Lob und dann die Vorhand als Abschlusspunkt. Schauen Sie auch hier. Der ist gut. Es läuft einfach bei ihm und schwer zu stoppen, so ein Spieler, weil er wirklich mit dem Ball alles machen kann. Dieses war wirklich ein Schlag der Extraklasse, so einen Winkel zu finden mit so einer Armbewegung bei seinem tief abspringenden Ball. Ist auch ganz schön frustrierend für Stefan Edberg, der wirklich eigentlich gut begonnen hat. Und jetzt momentan merkt er drüben, der ist wesentlich stärker. Da zittert schon mal die Hand, ne? Wie vom Magneten angezogen, Stefan Edberg immer wieder auf dem Weg nach vorne ans Netz. Und Tim Gullickson, vor ihm Vitas Gerulaitis. Ich glaube, es wird noch ein bisschen Zeit benötigen, um wirklich diese Schläge, diese neuen Schläge jetzt besser zu beherrschen. Er ist eigentlich in einer Anfangsphase, in einer Umstellungsphase. Und deswegen klappt das mit dem ersten Aufschlag auch wesentlich eingeschränkter als bei seinem Gegenüber. Dann der Return auch vor die Füße. Und das mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit. Vor allen Dingen die jugendlichen Fans haben hier ihren Stefan wohl ins Herz geschlossen. Lag sicherlich auch daran, dass er hier am Sonntag mit einigen Kindern so ein bisschen Showtraining gemacht hat. Wichtiges Spiel für Stefan Edberg. Über 30 beide, doch noch zum Spielgewinn. Fasst er wieder neuen Mut, aber er liegt einen Break hinten. Und das ist für Pete Sampras, der damit logischerweise aus der anderen Sicht gesehen einen Break vorliegt, schon fast die halbe Miete. Denn er gibt sich ja kaum Blößen bei eigenem Aufschlag.
wie ein Basketballer beim Dunking, der Absprung. Ja, ja, das ist, ein Spieler konnte diesen Schlag vielleicht noch ein Tick besser als er selber, das war Noah. Aber er macht das auch perfekt und diese Beschleunigung aus dem Unterarm, das ist wirklich bemerkenswert. Das ist eigentlich auch bei diesem Aufschlag seine Hauptqualität, dass er vom Ellbogen angefangen, den ganzen Unterarm und dann noch die Hand aus dem Handgelenk sehr gut beschleunigen kann. Und der Vorhand, bemerkenswert bei Stefan Edberg. Das ist nicht unbedingt die Schokoladenseite des Schweden. 30-15, 30-15. Spielzeit 194 Kilometer pro Stunde, Mitschnitt platziert in die Ecke, 5-2 die Führung für Pete Sampras. Deutlich zu sehen, dass Sampras die Spielart von Edberg genau kennt und ihn immer wieder mit diesen Topspin-Lobs erwischt. Denn Edberg ist ja bekannt als ein Spieler, der sehr nahe ans Netz herankommt und ist leicht zu überlobben, wenn man eben diesen Topspin-Lob beherrscht. Gut gegeben, der Ball. Sampras guckt noch ein bisschen skeptisch dahin. Rudi Berger meint, der Ball war drin. Und seine Meinung zählt. Ist der moderne Return der heutigen Tage, direkt auf den Körper zu schießen. Und vielleicht in der Zeitlupe können wir mal sehen, dass Edberg kaum imstande war, diesen schnellen Ball, harten Schlag zu volieren. Reiner Reflex. Ja. 40-15. Spielende. 5-3 für Pete Sampras, der die letzte Minute ein bisschen die Zügel hat schleifen lassen, in dem Bewusstsein, dass er jetzt wieder dran ist mit seinem Aufschlag. Und nach noch nicht einmal einer halben Stunde schlägt er hier zum möglichen Satzgewinn auf. Ja, ein sehr schöner Return. Warum? Weil Edberg so weit draußen war und wir sagen, das ist ein Schlag von draußen nach drinnen. Also über den Kopf des
Netzrichters. Sehen Sie auch hier, total verschätzt. Er wollte erst den Ball vorbeilassen. Die Flugbahn war ein bisschen höher. Und im letzten Augenblick überlegt er sich das und trifft natürlich viel zu spät den Ball. Sehen wir nochmal, und da war auch eine Wucht dahinter hier mit der Rückhand. Ja, da sehen wir genau die Unsicherheit bei Stefan Edberg. Soll ich oder soll ich nicht? Falsche Entscheidung. Hinter der Bande übrigens kaum zu sehen ein Netz, sodass die Zuschauer, die dahinter sitzen, keine Angst haben müssen bei diesen Aufschlägen. Dieser Flugball, wenn wir den noch mal in der Zeitlupe sehen, werden wir genau sehen, dass Sampras hier einen besonderen Schnitt dem Ball gibt. Also mit den Querseiten, und dadurch bekommt der Ball so einen Drall, dass er weit nach außen abspringt und kaum zu erlaufen ist. Hier sehen Sie sich diesen athletischen Lauf an von Edberg, aber er kommt an den Ball ran und kann ihn aber nicht ins Spielfeld schlagen. Erzwungener Fehler. Ist aber der erste. Nach 7 Spielen ist auch dem besten Spieler der Welt ein Fehler genommen. Entscheidend ist, dass er den Fehler sofort erkannt hat und dass er noch einmal trocken geübt hat. Auch das ist ein Fehler. Und plötzlich hat Stefan Edberg die Chance, hier in diesen ersten Satz zurückzukommen. Breakball für ihn bei 5-3-Führung von Pete Sampras. Und was kommt jetzt? Das werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich das gleiche wie gestern in ähnlichen Situationen. Ein direkter Punkt beim Aufschlag. Nee, es war wie ein direkter Punkt. Das war ja das Überraschende in dieser ganzen Sache, dass er nicht mehr voll durchgezogen hat, sondern einen ganz weichen Aufschlag gemacht hat mit nur 152 Stundenkilometer, aber ganz nah ans Netz herangelaufen ist und dann mit seinem Vorhandvolle praktisch schon den Punkt gewonnen hatte. Der Aufschlag nur als Vorbereitung zum tödlichen Punkt dann. Der war voll. 200. Ja, war schwer, war schwer, war schwer. Sehr tief. Sehen wir in der Wiederholung. Ein guter Return, aber ein sehr starker Flugball. Und da die Koordination zwischen Beinarbeit und Schlagen, es war fast ein Halbvolley, hat nicht gereicht. Netz zu hoch und damit wieder Satzball. Aber das Netz war dazwischen. Und so schnell kann es dann doch gehen. Das war der erste Satz für Pete Sampras. 6-3. Ja, auf Gedeih und Verderb. Immer wieder nach vorne ans Netz, das weiß natürlich der Mann auf der anderen Seite ganz genau. Die haben ja schon 8-mal gegeneinander gespielt. Pete Sampras liest das Spiel jedes Gegners eigentlich sehr schnell. Sein Coach Tim Gullickson braucht da gar nicht mehr zu versuchen einzugreifen. Vater von Goran Ivanisevic schaut auch zu. Sein Sohn hat vorhin gewonnen gegen Sergi Bruguera. Spielt aber morgen gegen Edberg. Das ist der Grund, weswegen er hier zu kommen.
Und wahrscheinlich, wenn mich nicht alles täuscht, wird es dann für Stefan Edberg in den Einzug ins Halbfinale gehen. Denn dieser Mann hier, Pete Sampras, ist eine Bank, wenn er dieses Niveau halten kann. Es gibt eigentlich keinen Grund daran zu zweifeln. Stefan Edberg muss 100% bringen, um hier überhaupt eine Chance zu bringen. Das schafft er momentan nicht. Probleme beim ersten Aufschlag. Auch der zu lang. Es scheint so zu sein, dass da eine Parallele läuft zwischen Edberg und Boris, denn Boris lässt die Bälle in der letzten Zeit auch an ihm so vorbeizufliegen und guckt ihnen nach, genau wie Edberg das jetzt zum x-ten Mal schon tut in diesem Match. Er verschätzt sich total. Sage noch mal einer, es gebe keine Show, wenn die beiden Tennis spielen. Das ist doch die beste Werbung für den Tennissport. Ja gut, das ist die echte sportliche Show. Das ist die echte sportliche Show. Und da sieht man eigentlich, was ein Spieler alles machen kann mit diesem kleinen Ball. Und das sind echt raffinierte Schläge, die man nur mit einem besonderen Talent machen kann. Und da sind nur die Hau-drauf-Spieler natürlich gewaltig im Nachteil. Die Situation hat sich aber nur unwesentlich verändert. Zwei Breakbälle gegen Stefan Edberg, der von Tony Pickard, den wir hier sehen, betreut wird. 30-40. Schwere Arbeit für Stefan in diesem ersten Spiel des zweiten Satzes. Zuvor, oh, der wird ausgegeben. Ja. Nana. Aber haben Sie mal gesehen, wie Sampras schon auf dem Weg war? In ja, der war ja auch drin. Das kommt noch dazu. Nehmen wir mal hin, gucken wir mal. Edberg-Bonus. Ja, ich glaube auch, der war auf der Linie. Ja. Naja, Rudi Berger sagt, genau wie sein Linienrichter, aus. Damit drei Breakbälle abgewehrt. Hinten drauf, da guckt Sampras jetzt ein bisschen konsterniert. Und jetzt hat er spielbar. Wieder dieser Lob im richtigen Augenblick. Er merkt genau, wann Edberg diese paar Schritte nach vorne macht und spielt dann diesen Lob über ihn. Und meistens ist Edberg da auf dem falschen Bein. Kann man nur staunen und Beifall klatschen. Ein guter Vorhandvolley, aber schauen Sie, wie tief in die Knie und wie lange er unten in den Knien bleibt, um diesen Rückhand-Cross passierbar zu spielen. Wieder Breakchance für Sampras. Yeah.
Das, schade, aber Störungsmanöver von Sampras war offensichtlich. Das hat natürlich auch Edberg gesehen. Und so kam es zu diesem ersten Break. 1-0 die Führung schon wieder für den Weltranglisten-Ersten im zweiten Satz. Kann Stefan Edberg die Rückhand schön durchziehen sein. Starker Schlag, die Rückhandseite, die Rückhand Longline. Versucht dran zu bleiben an Sampras. Aber zu lang. Passiert, als er ausgerutscht ist, das Pete Sampras. Da rutscht er weg. Und der Ball ist drin. Kann man genau sehen, wie das Fußgelenk beansprucht ist bei so einem Ausrutscher und wie oft so eine Verletzung dabei passieren kann. Die Bänder vor allen Dingen sind gefährdet. Das hat seine Konzentration doch wohl gestört. Erlaubte sich den Doppelfehler in dieser Situation und ermöglicht damit Stefan Edberg zwei Chancen, hier zum Rebreak zu kommen. Weg momentan bei Pete Sampras. Gleich noch ein Doppelfehler hinterher. Und damit ist dieser zweite Satz wieder offen. Auch gegen Ivanisevic hatte er gestern diese Probleme im zweiten Satz. Verlor er auch so plötzlich sein Aufschlagspiel. Aber Gullickson sieht das nicht so tragisch, weil er genau weiß, dass sein Return genauso eine wertvolle Bank ist wie der Aufschlag. Vielen Dank für diesen Hinweis. Wir haben es gesehen. Genau in dem Moment macht das dann auch. Und er bleibt ja cool, das ist es ja. Das macht ihn überhaupt nicht nervös, wenn er mal sein Aufschlagspiel abgibt. Er vertraut auf seine Stärke. Ein bisschen weggerutscht, der Stefan Edberg. Auf diesem Belag gibt es viele Ausrutscher. Sicherlich auch deshalb, weil es eine schweißtreibende Angelegenheit ist und immer wieder der Schweiß auf dem Boden liegen bleibt. Auch deswegen. Thank you.
rüber, dieser bärenstarke Return von Pete Sampras. Und damit gleich wieder die Chance für ihn zum Break bei Aufschlag von Stefan Edberg. Der Aufschlag, die Basis des Spiels des Weltranglisten-Fünften aus Schweden. Die letzte Aktion dieses Schlägers von Stefan Edberg, der hat den jetzt gewechselt. Gezwungen, den Schläger zu wechseln, weil eine Seite gerissen ist. Und so gesehen kommt er mit einem neuen Schläger in so einer kritischen Situation. Die Bespannung etwas härter und schon kommt der Fehler. Das ist das alte Racket. Es ist so wie mitten im Fluss die Pferde zu wechseln. Nach diesem Doppelfehler wieder Break-Chance für Pete Sampras. Sampras aus und kann einen Ball aufs falsche Bein nicht mehr erreichen. Ich sagte, es ist nicht nur das Rutschen von dem Schweiß, der doch erheblich auf der Spielfläche liegen bleibt, sondern auch das Profil, das eigentlich für diesen neuen Belag noch nicht das Richtige ist. War knapp im Aus und deshalb jetzt das Spiel umgekehrt, Spielball für den Schweden. Edberg hat dann doch noch sein Aufschlagspiel durchgebracht, führt 2:1 im zweiten Satz. Das Spiel bleibt spannend. Den Fußgelenken mehr Schutz zu bieten auf diesem rutschigen Boden. Keine Chance bei diesem Aufschlag durch die Mitte. 193 Kilometer pro Stunde.
zu schnell der Ball für Edberg. Und noch einer hinterher mit 200 km/h. Hat seinen Soll erfüllt, hat sein Aufschlagspiel durchgebracht, ohne Probleme, der Weltranglistenerste. Und jetzt ist der Druck wieder beim Schweden. Gegen die Laufrichtung gespielt, gut gesehen von Stefan Edberg. Ja, solche Bälle könnte man eigentlich nur noch durch einen Hechtsprung erreichen. Den sehen Sie hier schon weit rechts draußen. Und um jetzt noch diesen Rückhand-Cross passierbar zu erreichen, da könnte man nur mit einem Hechtsprung den Ball berühren. Ich sagte das ist ein Problem. Die Bälle kommen sehr hart, sehr flach in die Füße. Da muss man den Ball besonders behandeln, mit sehr viel Unterschnitt. Er bemängelt, aber wie wir jetzt sehen konnten, eigentlich den Aufschlag, denn der war nicht gut genug, sonst hätte Sampras nicht so retournieren können. Stefan Edberg gewinnt das fünfte Spiel, führt mit 3:2 im zweiten Satz gegen den Weltranglisten ersten Pete Sampras. Das haben wir heute schon mal so gesehen. Außen rum gespielt, wieder rein ins Feld auf die Linie. Diesmal allerdings noch deutlich über dem Netz. Vorhin im ersten Satz hat er mal noch weiter außen herum den Ball doch noch reingedreht. Internationales Publikum hier in Frankfurt, schließlich eine Weltmeisterschaft. Niki Pilic, Davis Cup Captain, ist DTB mit Frau, Interimscoach von Michael Stich, der heute frei hat. Morgen wieder ran muss, dann gegen Jim Courier, aber schon im Halbfinale steht. Blockt alles ab davon, der Pete Sampras. Ja, er steht sehr gut zum Ball, weiß, wohin dieser Ball jetzt, wohin der kommen könnte. Deckt ein bisschen die Longline-Seite ab, aber er ist entschlossen, den Rückhand-Flugball zu spielen. Nicht mehr ganz so konzentriert wie in der Anfangsphase. Da sehen wir Stan Smith und seine Frau. Der Turm aus Pasadena, wie er genannt wird, einer der Namensgeber der Gruppen hier,
neben Arthur Ashe. Gewann das erste Masters, das überhaupt je gespielt wurde. Und hier in dieser Halle hat Stan Smith vor 13 Jahren ein Tennisturnier damals gewonnen, ein WCT-Turnier, so hieß das. Den Johann Krieg aus Südafrika. Ein Jahr später Finale gegen John McEnroe verloren. Finale, da will er hin, der Pete Sampras. Spielball zum 3-beide in diesem zweiten Satz für den Mann aus Tampa in Florida. Aus vollem Lauf nochmal der Versuch mit der letzten Kraft den Ball doch noch ins Netz, übers Netz zu bringen. Das siebte Spiel. Ich sage das immer mit dem berühmten Unterton, weil viele sagen, da werden die Weichen gestellt Richtung Satzgewinn oder womöglich sogar bis hin zum Matchgewinn, falls Stefan Edberg sein Aufschlagspiel verlieren sollte. Ganz sanft lässt er ihn abtropfen. Aber er kann auch anders. Wenn es sein muss. Der sanfte blonde Schlappi, wie sie ihn so liebevoll nennen in Frankreich. Und der andere, der Pete Sampras, sein Gegenüber, das ist der sanfte Killer. So hat ihn John McEnroe mal getauft. Mit viel Gefühl. Rechts der Herr Jonte Sjögren, der schwedische Davis Cup Captain. Glattes Spiel von Stefan Edberg zu Null gewinnt er sein Service 4-3 für den Schweden im zweiten Satz gegen Sampras. 4-3 für Edberg im zweiten Satz, Sampras schlägt auf. Hat heute nicht die Konstanz in seinem ersten Aufschlag, auch wenn der sicherlich ein bisschen umstritten ist. Der war genau im Aufschlagfeld. Natürlich kann er nichts machen. Der Einzige, der diesen Ball wirklich richtig sehen kann, das ist der Linienrichter und wir, weil wir genau hinter ihm sitzen. Ja, gut. Erst wollte er von beiden Beinen abspringen und dann macht er den Schmetterball aus dem Stand. Natürlich nicht so hart wie einer aus dem vollen Sprung, wo der Körper, das Körpergewicht total verlagert wird in den Schlag. Und der passt auch noch rein. Konzentrationsschwäche jetzt. Ich glaube, er ist ein bisschen durcheinander, der Pete Sampras, nachdem vorhin sein Aufschlag nicht gut gegeben wurde. Und da hat Stefan Edberg jetzt die Chance, da reinzustoßen in diese Lücke, die sich ihm da plötzlich bietet. Ja. Ähnliche Situation wie gestern gegen Ivanisevic. Da hatte Pete Sampras auch mal
zwei, drei Minuten Probleme beim eigenen Aufschlag. Ivanisevic hat das genutzt, hat den zweiten Satz gewonnen. Und vielleicht schafft das auch Stefan Edberg, der jetzt die Möglichkeit zum Break hat bei 4-3 Führung. Nicht richtig durchgezogen. Noch zwei Breakbälle für Edberg. Den gibt er als Ass, der Rudi Berger. Bleibt noch eine Breakchance für Stefan Edberg. Ja, aber dann ist die Konzentration wieder da, der Aufschlag kommt. Platziert. Und offen ist es. Gerade eben noch ganz hinten und dann wie von der Feder geschnellt nach vorne ans Netz nutzt er die Gelegenheit. Stefan Edberg blitzschnell am Netz. Vorteil. Der Doppelfehler von Sampras in diesem Satz. Zentimeter im Aus. Spielgewinn für den Weltranglisten-Ersten. Das ist natürlich sehr frustrierend, wenn man da sich so schwer die Breakbälle erarbeitet, vier an der Zahl. Und dann kommen drei so gewaltige Aufschläge in Folge. Aber so wird heutzutage Tennis gespielt und die meisten Breakbälle des Gegners werden durch sehr gute Aufschläge abgewehrt. Scheint aber gut kompensiert zu haben, den Frust. Ja, er muss sich damit abfinden. So was ist möglich, auch von 0,40 die Chancen zu verlieren. Thank you.
Ist auch eine neue Art seines Aufschlages. Beim ersten konnten wir das schon öfters sehen, aber auch beim zweiten. Deswegen, Sampras hatte sich total eingestellt auf den Rückhandreturn, dass Edberg da in die Mitte aufschlagen wird. Aber sehr schön war dieser Aufschlag nach außen. Die Quote der Asse haben wir gerade kurz gesehen, 6-4. Edberg stärker, Sampras schwächer als gewöhnlich. Aber er hat natürlich auch einen tollen Return. Und da hat er das 9. Spiel dieses zweiten Satzes gewonnen. Stefan Edberg führt mit 5-4, hat den ersten Satz ja verloren. Günter Bosch, haben Sie den Eindruck? Entscheidende Phase des zweiten Satzes, 5-4 Edberg, Sampras schlägt auf. Sehr schön von beiden. Der wunderschöne Halbvolley von hier von Sampras. Schauen Sie, wie tief er in die Knie geht. Und dann auch hier dieser Flugball, Extraklasse. Unglaublich, fast im Sitzen. Und dann kommt wieder sein harter Aufschlag. Richter hebt die Hand. Da ist der junge Mann mit den empfindlichen Fingerspitzen. Erster Aufschlag, Sampras. Schade, der Einsatz hätte belohnt werden können. Ganz knapp im Aus, dieser Pass hier von Edberg. Ein Notschlag, aber die Richtung war genau ein paar Zentimeter zu lang. Der zweite Aufschlag von Sampras, der so gerade eben noch auf die Linie springt und dann am Ende eigentlich ein vermeidbarer Fehler des Weltranglisten-Ersten, der Stefan Edberg hier im Spiel hält. Der Amerikaner. Spielball herausgearbeitet, herausgespielt.
vorne hier die Vorbereitung. Und dann keine Probleme mehr. Spielball zum 5-beide im zweiten Satz. Ja, da kann man vor Wut schon mal in den Schläger beißen. Denn dieser Sampras im zweiten Satz, der ist zu packen, wenn man 100% die Leistung bringt. Sampras nach dem Return auf dem Weg Richtung Platzmitte und gegen diese Bewegung der Volley. Er bemängelt immer wieder die Schuhe, weil er da wegrutscht. Hier nochmal zu sehen. Und da kommt er an die Bälle nicht mehr heran, die auf das falsche Bein gespielt werden. Ass Nummer 5 für Stefan Edberg. Sieht gut aus momentan. Sehr konzentrierter Schwede. So, dass wir jetzt das 11. Spiel gesehen haben. Und jetzt der Druck wieder bei Pete Sampras liegt, denn der muss sein Aufschlagspiel gewinnen, um hier zum Tiebreak zu gelangen. Viel Schnitt, nach außen weggedreht. Man bereitet sich hier auf beiden Seiten jetzt schon auf den Tiebreak vor. Seiten nachziehen. Eine Seite ist wahrscheinlich angerissen und dann kommt so ein Plastikplätzchen zwischen die Seiten und dadurch ist diese angerissene Seite geschützt. Denn jetzt in so einer kritischen Situation den Schläger zu wechseln, wäre echt katastrophal. Ein
192 Kilometer pro Stunde, Ass Nummer 8. Und damit kommt es jetzt zum Showdown im zweiten Durchgang hier. Der Tiebreak entscheidet. Der Nervenstärkere, der Aufschlagstärkere kann Pete Sampras sein, muss aber nicht. Aber meistens ist es der Fall, denn Stefan Edberg ist nicht der beste Tiebreak-Spieler. Er fabriziert da immer wieder so einen Doppelfehler. Auch in dem Spiel gegen Ivanisevic in Paris war es der Fall. Sehr riskant, dieser zweite Aufschlag, sehr knapp in, aber erfolgreich. Zweimal jetzt Pete Sampras an der Reihe. Gespielt, ja. Sehr früh genommen, diesen Vorhand-Return hier noch mal zu sehen in der Zeitlupe. Voll mit dem Körper rein und auch sehr gut ans Netz gelaufen. Nur da kommt dieser Netzroller. Pech für Edberg. Guter Angriffsball, dieser Vorhandball. Und jetzt ist er zweimal dran. Muss sich konzentrieren, nachdem er gerade dieses Pech hatte. Der Doppelfehler, den er fast gegen jeden Spieler fabriziert, wenn er im Tiebreak ist. Er hat sich schon so dran gewöhnt. Ich glaube, er ist eigentlich der Spieler, der die meisten Tiebreaks verloren hat. War schon fast ein Doppelfehler mit Ansage. Das ist auch ein Flüchtigkeitsfehler. Bis jetzt die Wolle so gut gespielt und jetzt zu gerade, zu flach, ohne Unterschnitt, ohne Slice. Ball landet im Netz und so kommt es fast zu einer Entscheidung, frühzeitigen Entscheidung in diesem Tiebreak. Denn ja. Sampras wird jetzt zweimal aufschlagen. Ich denke, da wird nicht mehr allzu viel passieren. Sampras auf dem Weg zum Sieg. Bei Stefan Edberg. Ist eigentlich so schade, denn dieser Stefan Edberg, der tut so viel. Ja. Er ist sogar bereit, obwohl er ganz oben in der Spitze war, obwohl er alles im Tennis erreicht hat, ist er bereit, jetzt noch seine Schlagtechnik zu verbessern, Aufschlag umzustellen, druckvoller die Vorhand und die Rückhand zu spielen. Aber das braucht auch seine Zeit. Und wer weiß, ob er noch die Geduld aufbringt, das gesamte Spiel härter zu machen, druckvoller zu machen, sich besser zum Ball zu stellen, das heißt viel näher an der Grundlinie zu stehen, um da doch mit diesen jungen Spielern, die wirklich so viel Aggressivität in ihren Schlägen haben, mitzuhalten. Wie dieser Pete Sampras, der jetzt noch einen Aufschlag hat und 5-1 vorn liegt im Tiebreak des zweiten Satzes. Ja, es passt. 200 Kilometer pro Stunde. Ass Nummer 9. Und der erste Matchball steht bevor.
Erste Chance konnte er nicht verwerten, doch die zweite folgt sogleich. Geht der Pete Sampras etwas leichtfertig mit seinen Matchbällen um, aber er weiß natürlich auch, bei 6-3 hat er ja maximal noch drei weitere Chancen, dieses Spiel mit dem erfolgreichen Punkt zu beenden. Matchball Nummer 3. Das ist die Entscheidung. Return zu lang, Spiel, Satz und Sieg für Pete Sampras gegen Stefan Edberg. 6-3, 7-6. Der Mann ohne Charisma hat hier natürlich viele Bewunderer. Auch wenn er heute nicht auf höchstem Niveau gespielt hat. Tim Gullickson wird sich sicherlich mit ihm nach dem Match auseinandersetzen, was zu verbessern ist. Aber er geht ins Halbfinale und Stefan Edberg ist an seinen Nerven gescheitert letztendlich. Ja gut, Sampras hat so überlegen den ersten Satz gespielt und wusste ganz genau, dass auch mit Sparflamme der zweite noch zu gewinnen ist. Ist eigentlich nicht so schön, wenn die Nummer 1 der Welt auch so leichte Fehler macht, aber eben Tennis ist ein Sport der Konzentration, auch der Konzentration. Und da kommen auch leichte Fehler zustande. Jetzt wollen wir mal hören, was der Weltranglistenerste denn zu diesem Match zu sagen hat. Pete Sampras mit Sven Arne Gönn. First of all, congratulations, Peter. Glückwunsch zunächst zum Matchgewinn. Das ist Ihr Applaus hier, Pete. Your applause. Mein was? Ach, der Applaus, ja. They're clapping hands for you, Pete. Die Leute klatschen für Sie, Pete. Congratulations. Glückwunsch also. War doch ein etwas enger, zäher zweiter Satz, viele Breakchancen, Breakpunkte für Stefan. Was lief da ab? Was lief falsch bei Ihnen? Nun, nach dem frühen Break im zweiten Satz, da habe ich mich ein bisschen zurückgelehnt und da gab es dann ab und zu auch mal einen Doppelfehler. Bei Stefan ist immer schwierig, dann wieder ins Match reinzukommen. Man braucht einen guten Start und ein frühes Break und dann kann es trotzdem noch eng werden, wie in diesem Fall. War aber doch ein schönes Match. Stefan kämpft, der gibt nie auf. Und ich habe halt die entscheidenden Punkte im Tiebreak gemacht. Und dieser Crossball da beim 2-0, das war entscheidend. Und dadurch habe ich es dann geschafft. Pete, Sie können sich eigentlich jetzt entspannen, weil Sie schon im Halbfinale stehen. Sie spielen morgen, glaube ich, gegen Sergi Bruguera. Auf jeden Fall sind Sie im Halbfinale. Erwarten Sie nun Michael Chang oder Andre Medvedev? Naja, das ist im Grunde schwer zu sagen, wer der Favorit ist. Beide spielen ganz ähnlich und Chang hat gestern sehr gut gespielt. Gegen ihn ist immer hart zu spielen. Ich glaube, das liegt wirklich in der Luft. Wir werden sehen müssen. Es wird sicher ein gutes Match. Gibt es einen Tipp? Ja, einen Tipp. Was das Chang-Match angeht? Naja, keine Ahnung. Kunde, gestern hat er ein bisschen Glück gehabt, 4 Matchpunkte, vielleicht ist er gut drauf, Medvedev. Ich weiß es nicht, Medvedev hat vielleicht ein bisschen einen Vorteil, aber wirklich schwer zu sagen. Pete, letzte Frage. Gestern, vielleicht haben Sie es auch gesehen, haben wir gesehen, dass Jim Courier in den Pausen ein Buch las. Aber was läuft da nicht mit Jim richtig im Moment? Nun ja, das war ein hartes Jahr für ihn und er war nah dran am Gewinn der dritten French Open, dann Wimbledon. Und wenn er immer so eng dran ist, dann ist das natürlich frustrierend für ihn. Und zu diesem Zeitpunkt im Jahr ist es schwierig, dann hier herüberzukommen von den USA auch. Und hart zu arbeiten ist für ihn wichtig, aber es ist ein hartes Jahr. Ja, wenn man immer so nah dran war und dann ist so knapp verpasst. Ich habe auch gegen Edberg mal knapp verloren, das war auch hart für mich. Und für Jim ist es ähnlich, aber er ist, glaube ich, gut drauf.
Keine Frustration für Sie, Pete, denke ich. Wir werden uns sicherlich Samstag, vielleicht Sonntag wiedersehen. Viel Glück für das Halbfinale, viel Glück für morgen gegen Serbien. Das war Pete Sampras, der als zweiter Spieler nach Michael Stich also das Halbfinale erreicht hat. Und wir melden uns gleich wieder nach der Werbung.